müsst ihr mich leider alleine ertragen. Frank hat es nach dem Wochenende mit mir dahin gerafft. Delhi Belly nennt man halt so und nach 2 Tagen Delhi passt das ja auch irgendwie. Naja, Roberto und ich waren heute auch irgendwie eine ziemlich müde Truppe. Roberto ist erst heute Morgen aus Goa zurückgekommen und meine Nacht war ja auch relativ kurz. Und wir haben die Chance deshalb einfach mal genutzt und heute sämtliche Aktivitäten, die wieder geplant waren, abzusagen. Einfach nach der Arbeit ins Hotel, Feierabenddrink. Ich bin noch kurz in den Pool gesprungen und jetzt mache ich einfach nichts mehr. Das waren jetzt irgendwie 8 Tage voll mit nur Programm und da ist das auch mal dringend nötig. Ich freue mich jetzt eigentlich aufs Bett und Fernsehen und einfach gar nichts machen. Ansonsten haben leider die Kollegen hier meine Schwäche für Süßigkeiten entdeckt. Ich werde da jetzt mit zugebombt. Leider ist das auch alles immer so lecker. Wir haben aus Agra Süßigkeiten mitgebracht. Die hatte sich so nicht gewünscht. Der meinte, da gibt es so eine ganz besondere Sache. Panchi Petta oder so in der Richtung. Super lecker. Wird aus Kürbis gemacht. Er gibt dann so einen festen, glibberigen Stoff. Da Ganze kommt dann noch Schoko drauf und so. Erschreckend lecker, fand ich. Bisschen zu süß, aber das sind die indischen Süßigkeiten halt. Aber war echt gut. Naja, also abnehmen tue ich hier nicht. Mal gucken, was morgen der Tag bringt. Heute will ich einfach nur noch schlafen. Bis morgen!